der KitKat Chunky in der Sorte Salted Caramel Fudge. Hier im Testvideo. Viel Spaß dabei. Was bin ich erleichtert? Ich habe gerade eben das Video zum Cookie Bros löffelbaren Keksteig aus dem Kühlschrank gemacht und habe mich in diesem Video... Ich muss mich erstmal hier hinsetzen. Ich bin alt, ihr wisst das. Ich bin einfach alt. Toll, der Kaffee ist auch leer. Und habe mich in diesem Video darüber ausgekackt, dass ich mein blödes Stativ nicht finde. Wie ihr seht, steht die Kamera sehr still, was daran liegt, dass ich mein Stativ gefunden habe. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich habe es genau dort gefunden, wo ich vorher gesucht habe. Nur irgendwie habe ich es nicht gefunden. Ich bin halt ein Esel und alt. Nein, es war irgendwie unter so einem Stapel Papier, der sich immer in meiner Tasche befindet. Und habe ich halt einfach nicht gründlich genug geguckt. Darum geht's aber gar nicht. Es geht um das hier, den KitKat Chunky in der Sorte Salted... Scheiße, ist irgendwas umgefallen. Salted Caramel Fudge. Habe ich neulich bei mir auf der Arbeit im Automaten gefunden. Im Geschäft gibt's die aber wohl auch. Auch als Mehrfachpaket, soweit ich weiß. Ich habe jetzt irgendwie, 70 oder 80 Cent bezahlt. Was die regulär kosten, keine Ahnung. Kann mir gerne einer von euch schreiben. Und ich bin einfach neugierig, ich bin jetzt an sich so, ich mag KitKat recht gern, ich mag die Schokolade außen davon und ich mag auch gerade diese großen, diese Chunkies, weil die halt so riesig sind. Das Video zum New York Cheesecake Style gibt's auf meinem YouTube-Video, fand ich nicht so gut. Das Video zum Peanut Butter gibt es auch auf meinem Kanal, das fand ich, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, da war nochmal irgendwas, ein japanisches KitKat war auch dabei, KitKat Ruby, also ein paar KitKat-Videos gibt es. Jetzt hier neu, Salted Caramel Fudge. Salted Caramel ist für mich in vielerlei Beziehung das Beste, was es gibt. Zum Beispiel auch beim Häagen-Dazs Salted Caramel oder Salted Caramel Cheesecake. Das sind mit meinen liebsten Eis. Ich liebe gesalzenes Karamell. Die Nährwerte könnt ihr euch hier von dem Riegel mal angucken. Wenn ihr auf Pause macht, denkt aber dran, es ist eine Süßigkeit. Von daher sollte es einem eigentlich fast egal sein. Ist natürlich voll mit Fett und Zucker. So ist das eben. Ne? Das ist evolutionsmäßig natürlich hoch energetisch und deswegen gefällt es uns so gerne. Beziehungsweise gefällt uns diese Knusperwaffel mit 19%, die wir da drin haben, mit gesalzener Karamellfüllung 19%, mit Milchschokolade 62%. Die Zutaten sind sehr, sehr lang, obwohl sind sie gar nicht. Wir haben Zucker, Magermilch, Pulver, oh, dieses Fokussieren. Kakao, Butter, Palmfett, Weizenmehl, Kakaomasse, Butter, Reinfett. Übrigens, neulich wieder gehört, das gab es einen Bericht auf Spiegel, von wegen, dass Kokosöl total der letzte Scheiß ist oder Kokosnussöl letzte Kacke ist. Deswegen kam ich jetzt irgendwie gar drauf von wegen Palmfett. Nicht alles, was euch als gesund angepriesen wird, ist auch gesund. Da müsst ihr immer vorsichtig sein. Da war jetzt, wie gesagt, von Stiftung Warentest so ein Ding, von wegen, dass ganz viele durchgefallen sind. Ein paar waren gut. Letztlich aber Fazit des Ganzen, zu viel des Ganzen ist auch total schädlich. Denn es ist gar nicht so ein gesundes Fett, wie man glauben mag. Bleibt lieber bei sowas wie nativem Olivenöl oder sowas oder Leinöl. Die sind de facto dann schon eher gesund. Gut, packen wir es mal aus, das KitKat Chunky. Da ist er, der Riegel. Machen wir das Ganze nochmal so, damit wir das Ganze hier ein bisschen schwupp besser im Bild haben. Jetzt brauche ich noch ein Messer. Ich glaube, da muss ich aufstehen. Wobei, wenn ich mich hier ganz agil über meine Küche lehne, komme ich auch ans Messer ran. So, da ist es. Und jetzt gucken wir uns mal an, was dieser KitKat Chunky kann. Wo ist dieses Salted Caramel Fudge? Soll das da oben sein? Das sieht aber auf dem Bild, ehrlich gesagt, flüssig aus, finde ich. Machen wir mal noch eine Probe. Ist wohl eher feste. Holla die Waldfee. Oh, das ist aber lecker. Liebe Leute, das Video ist beendet, den könnt ihr kaufen. Nein, also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay. Es ist kein flüssiger Karamell und seien wir ehrlich, flüssiger Karamell ist der Shit of Everything. Aber, also der Holy Shit of Everything. Also geil. Das hier ist jetzt fest, sprich die Packung täuscht vielleicht etwas. Aber beim Bissen in diesen KitKat Chunky kam direkt so eine richtig geile Karamellnote entgegen. Und jetzt bin ich mal so dekadent und versuche mal nur dieses Fudge zu bekommen. Boah, ey, was ist denn das?
Also richtig, richtig lecker. Auch endlich mal salzig, weil vieles, was Salted Karamell, wo Salted draufsteht, was Salted Karamell, das ist irgendwie gar nicht salzig genug. Hier bei diesem Kit Kat Chunky ist das echt gut gelungen. Richtig lecker, richtig schön salzig. Die Waffel knusprig, außen die Schokolade dick. Die mag ich wirklich gerne. Oh. Liebe Leute, da haben wir was ganz Schönes bekommen. Ich habe ihn jetzt hier nochmal sauber angeschnitten. Wirklich schön viel Schokolade. Und oben dieses Karamell, was man, wie man sieht, wirklich so fest ist. Aber einfach göttlich lecker. Könnt ihr wirklich gerne kaufen. Ganz lecker Riegel. Für mich persönlich der leckerste KitKat von allen. Und ja, kann ich tatsächlich jetzt hier mal so kurz und knapp beenden. Ich brauche da gar nicht viel rumlabern. Das Ding ist echt lecker. Kauft es euch gerne mal, wenn ihr KitKat mögt oder wenn ihr Salted Karamell mögt. Leckeres Teil. Natürlich hat man auch hauptsächlich noch den KitKat-Geschmack. Es ist jetzt nicht so, dass man nur noch Salted Karamell hat. Geil wäre es, wenn man nur diese Füllung pur verkauft. Das wäre natürlich das Geilste von einem. Oh, lecker. Also, ach Mensch, also ihr wisst, ich lobe selten Dinge in den Himmel, aber der ist echt lecker. Bis bald, macht's gut, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und mich euren Freunden empfehlen, da wäre ich super dankbar für. Bis dahin und ciao.